Aus dieser Eichenplatte möchte ich gerne einen höhenverstellbaren Schreibtisch bauen. Dafür habe ich mir diese Zeichnung gemacht und ausnahmsweise mal per Hand aufgeschrieben, was ich gerne machen möchte. Ich muss vor allem erstmal die Platte aufs richtige Maß bringen, die ist nämlich im Moment noch viel zu groß. Und das mache ich einfach mit der Handkreissäge. Ich muss sie vor allem auch in der Tiefe verändern. Das führt dazu, dass ich eben genau eine Lamellenbreite, das sind so ungefähr 10 cm, aus der Platte raussäge. Und dann komme ich auf eine Tiefe von 72, 73 cm. Ist ja bei der Waldkante immer so ein bisschen schwierig, das ganz genau zu messen. Hier trenne ich genau diese eine Lamelle raus. Und jetzt hatte ich aber das Problem, dass sich eben dieser Streifen so ein bisschen verzogen hat und auch die Tischplatte, der Schnitt mit der Handkreissäge nicht ganz gerade geworden ist. Also habe ich das einmal auf der Abrichte gefügt. Dann habe ich Domino-Dübel reingemacht, um den Höhenunterschied auszugleichen, sodass eben beim Verleimen die beiden Plattenteile automatisch sich zueinander in der richtigen Höhe ausrichten. Habe auch die größten Dominos genommen, die ich habe. Dann habe ich den Leim drauf gemacht, da nehme ich zum Verteilen gerne so einen Tapetenandrückroller. Da kriegt man dann den Leim, wenn er angetrocknet ist, auch ziemlich gut wieder runter. Weil ich keine passenden Korpuszwingen hatte, die so breit sind, meine sind nur 60 cm, habe ich das Ganze einfach mit Spanngurten verleimt. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass das nicht so einen Knick nach oben kriegt, weil der Gurt das eben so ein bisschen nach oben zieht, wenn man das anzieht. Dann habe ich das Öl komplett runtergeschliffen, was da vom Hersteller drauf war, weil ich die Platte sowieso neu schneiden musste. Und dann habe ich mir aus dem Shaper Hub einen schönen modernen, so einen Schwalbenschwanzverbinder für Holz rausgesucht. Den hat jemand hochgeladen namens Kun Xi, der ist aus Montreal und hat auf Instagram keine 200 Follower, obwohl der ziemlich coole Sachen macht. Also wenn ihr Bock habt, dann folgt ihm doch einfach. Dann habe ich die Shaper Plate auf die richtige Stelle gelegt und habe diesen Bowtie einfach an der Stelle platziert und ausgefräst. Insgesamt habe ich 3 Stück gemacht und ihr werdet gleich noch sehen, dass dieser Bowtie ein ganz cleveres, smartes Feature hat. Der ist nämlich gar nicht unbedingt dazu da, tatsächlich die Risse zusammenzuhalten, auch wenn er so ein bisschen danach aussieht. Da habe ich mir ein Stückchen Walnussholz genommen, so ein Reststück, und habe das auf die richtige Dicke gehobelt, ein kleines bisschen dicker gelassen, sodass ich den Rest nachher eben noch abnehmen kann, dass es ein bisschen raussteht, und habe das dann an der Workstation von Shaper, habe ich das einfach festgeklebt mit doppelseitigem Klebeband und habe dann eben den Bowtie da platziert und habe den ausgefräst in mehreren Durchgängen. Und ja, das Ganze hat tatsächlich perfekt gepasst, direkt auf Anhieb, also Leim rein und einfach verleimen. Ihr seht, ich habe dann einmal durchgebohrt, das ist, um mir eine Markierung auf der Unterseite zu machen. Ja, wofür die ist, das seht ihr gleich. Ist doch ganz gut geworden, oder? Ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit. Ich mag auch diesen etwas moderneren Look durch die geschwungenen Formen. So, dann habe ich die Platte umgedreht und ich habe mir von IKEA so ein induktives Ladegerät besorgt, was man unter der Tischplatte montieren kann. Das reicht allerdings nicht durch so eine dicke Eichenplatte hindurch, also musste ich mir eine Tasche fräsen. Das habe ich mit Shaper Studio gezeichnet und mit diesem Eckenfräsradius-Teil habe ich ausmessen können, dass eben die Ecken von diesem Ladegerät genau 10 mm sind. Das habe ich dann in Shaper Studio auch einfach so eingegeben, habe dann mit der Shapeshifter-Funktion noch so einen kleinen Schnupsi dran gezeichnet, in den eben das Kabel reinkommt. Dann habe ich mir das Shaper-Tape aufgeklebt, damit die Origin weiß, an welcher Stelle sie fräst, und habe diese Tasche für das Ladegerät dann ausgefräst. Praktischerweise kann man auf der Origin, wenn man Sachen im Studio gezeichnet hat, immer direkt auf zugreifen. Man muss sich also nicht da irgendwie mit dem USB-Stick das rüber synchronisieren, sondern man hat die Sachen einfach direkt griffbereit. Ausgerichtet habe ich das einfach per Kamera. Ja, und dann habe ich das mit einem 16 mm Fräser ausgefräst. Das Ganze hat dann natürlich erstmal scharfe Kanten. Und die wollte ich gerne brechen, damit man sich da nicht dran wehtun kann, und habe einfach einen 45-Grad-Fräser in die Origin gesteckt, ohne Kugellager, weil mit einem Anlauf-Kugellager-Fräser wäre ich da nicht reingekommen, so tief ist die Tasche nicht. Und das Ladegerät passt perfekt rein. Ich habe dann den Tisch noch wieder ein bisschen geschliffen, die Kanten gebrochen und so weiter. Und ja, dann war es im Prinzip auch schon Zeit, das Tischgestell zu montieren. Da habe ich mich für eins von Vernal entschieden. Die waren so freundlich, mir das für dieses Projekt zur Verfügung zu stellen.
Das kann 160 Kilo tragen und so eine Eichenplatte ist ja schon ziemlich schwer. 160 Kilo wiegt die natürlich nicht. Aber selbst wenn man sich da vielleicht mal draufsetzt, wenn man irgendwie nicht drüber nachdenkt, dass das ja ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist, dann dürfte das diesem Tischgestell auf jeden Fall nichts ausmachen. Die Motoren bzw. die Tischbeine werden mit so einem Bügel gesichert. Ist alles relativ easy zusammenzubauen, noch ein paar Kabel verlegen. Und dann war es hier Zeit für den ersten Testlauf. Und falls sich von euch noch jemand an den Rock'n'Roll-Übermensch von den Ärzten und das Video dazu erinnert, daran musste ich irgendwie denken. Dann habe ich die Füße montiert und dann konnte das Ladegerät noch festgeschraubt werden. Und dann geht es auf der Oberseite der Tischplatte weiter. Das habe ich wieder mit der Shaper Origin gemacht. Und da habe ich so einen Kreis ausgefräst und der dient dazu, dass man nachher ein Kabel durchführen kann. Und ist so groß, dass man halt auch einen größeren Stecker da durchkriegt. An beiden Enden habe ich jeweils eine so eine kreisrunde Ausfräsung gemacht. Und dann brauche ich natürlich einen Deckel, den man da wieder drauflegen kann. Das mache ich auch wieder aus Walnuss und mache das Ganze 6 mm. Und hobel das natürlich wieder auf die richtige Stärke runter. Und wenn man das dann mal nachmisst, das sind bei der Hammer-Hobelmaschine dann auch wirklich ganz exakt 6 mm. So sehen diese kleinen Inlays aus, so ein bisschen wie so ein Pac-Man. Kleines bisschen die Ecken sauber machen und ja, fertig ist der Schreibtisch. Eine Sache fehlt noch, ein bisschen ölen. Mit diesem Öl war ich nicht so besonders zufrieden, das hat irgendwie die Platte so ein bisschen komisch aufgeraut. Also nochmal abschleifen, nochmal neu ölen, aber mit dem Tisch bin ich total zufrieden. Ich finde das Tischgestell schick, weil es sich einfach sehr zurücknimmt und der Eichenholzplatte eben wirklich da die Show überlässt. Ich mag die Einlegedinger und ja, jetzt seht ihr auch, welchen Zweck diese Bowties haben. Die sind nämlich die Markierung dafür, an welcher Stelle das Ladegerät eingebaut ist. Hier ist nochmal die Kabeldurchführung. Da kann man jetzt einfach ein Kabel durchstecken und dann zum Beispiel das Notebook laden oder eine Schreibtischlampe anschließen. Und mit diesem Deckel aus Walnussholz kann man das Ganze eben einfach wieder zumachen, damit das Loch nicht ganz so groß ist. cm sind so die normale Sitzhöhe, wenn man am Schreibtisch sitzt und man kann bis zu 4 Höhen einspeichern oder eben mit den Hoch- und Runterpfeilen den Tisch manuell auf eine beliebige freie Höhe einstellen. Bis zu 128 cm kann man den in der Höhe einstellen und das wäre selbst mir, obwohl ich relativ groß bin mit fast 1,90, wäre das deutlich zu hoch. So ein Meter oder vielleicht 1,05 m ist für mich im Stehen zum Zeichnen zum Beispiel eine ganz angenehme Arbeitshöhe. Ja, super schönes Projekt, mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich mag die Eichenholzplatte, ich mag das Tischgestell und ich freue mich über unseren neuen Schreibtisch.